Auf das wichtigste Spiel der Saison bereiten sich die Sportfreunde Bulmke auswärts vor. Weil sie auf ihrer eigenen Sportanlage keinen Rasen- oder Kunstrasenplatz haben, weichen sie ins Südstadion aus. Hier spielt normalerweise die Eintracht Gelsenkirchen. Jetzt wollen allerdings die Bulmker hier den Grundstein für ihr großes Ziel legen, den Aufstieg in die Bezirksliga. Trainer Sascha Wolf gibt sich vor dem entscheidenden Spiel gegen die zweite Mannschaft der SSV Buhr selbstbewusst. Naja, ich muss ehrlich dazu sagen, ich kenne diese Mannschaft von Buhr gar nicht, habe mich damit auch nicht wirklich auseinandergesetzt, wenn ich ehrlich bin. Also ich kenne da, glaube ich, einen Spieler, der da spielt. Ich kenne ein, zwei von den Namen her, die da spielen. Aber sonst habe ich mich null mit denen auseinandergesetzt, sondern ich möchte mein Spiel spielen. Wolf ist einer von vielen bekannten Namen in den Reihen der Bulmker. Der Ex-Profi hat es unter anderem zu 14 Bundesligaspielen für den FC Schalke 04 gebracht. Aus seiner Mannschaft haben gleich 7 Spieler mal in der Junioren-Bundesliga gespielt. Torjäger Cihan Yilmaz spielte sogar mit einem türkischen Erstligisten in der Qualifikation zur Champions League. Jetzt, mit 39 Jahren, kickt Yilmaz für Bulmke in der Kreisliga, weil er mit dem Vereinspräsidenten gut befreundet ist. Yilmaz war auch schon dabei, als Bulmke im letzten Jahr im Aufstiegsspiel stand. Damals gab es gegen FSM Gladbeck trotz 2-0-Führung noch eine Niederlage. Rückblickend weiß Yilmaz, woran es damals gelegen hat. Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Mentalitätssache gewesen bei uns. Ist einfach so, bei uns türkischen Spieler, wenn wir dann halt führen, dann lassen wir halt nach. Das ist einfach so eine Mentalitätssache. Und das schätze ich so an den deutschen Mannschaften, die dann wirklich, ist egal, ob die um Abstieg, Aufstieg, ob es um die goldene Ananas geht, die sind einfach fokussierter, die spielen 90 Minuten durch. Seit Wolf da ist, trainieren die Bulmker auch häufiger. Zweimal statt einmal pro Woche. Im letzten Jahr war es so gewesen, dass sie sich teilweise wirklich nur einmal die Woche getroffen haben und das war wirklich freitags. Dann haben die 2 Mannschaften gemacht, haben gespielt und haben wirklich mit wenig Aufwand sind die letztendlich Meister geworden und haben diese Aufstiegsspiele gemacht. Spielerisch ist das Team sowieso schon weit. Trotzdem haben die Bulmker den Kader vor 6 Wochen noch einmal mit einem ganz besonderen Spieler verstärkt. Görkem Can. Vor 4 Jahren war er noch Kapitän der U19 von Schalke 04 und trainierte unter Norbert Elgert. Zuletzt war er in der ersten türkischen Liga am Ball. 2 Jahre ist das her. Can selbst will zu seinem Wechsel, den auch der Vereinspräsident eingefädelt hat, nichts sagen. Ist ein großer Fang für uns, wie ein Sechser im Lotto. Ne? Also Görkem Can, Jugend, Schalke, Captain, dann Werdegang Profi in der Türkei. Also ist eine Bereicherung auch für die Liga und auch für das Spiel am Samstag. Ne? Ob er dann tatsächlich auch spielt, ist noch nicht klar. Trainer Wolf steckt da in einem Dilemma. Naja, man muss natürlich sagen, also er hat halt einfach seine Qualität, das muss man schon sagen. Es ist natürlich unheimlich schwer als Trainer, so einen Spieler jetzt so ein bisschen zu berücksichtigen, weil letztendlich sind wir Meister geworden ohne Görkem Can. Und jetzt jemanden rauszunehmen aus der Meistermannschaft, um ihn spielen zu lassen, ist natürlich ein ganz, ganz schmaler Grat. Klar ist auf jeden Fall, der Bezirksliga-Aufstieg ist nicht das letzte Ziel für Bulmke. Ja. Also unser Ziel ist es, kontinuierlich aufzusteigen. Also das heißt, was Dortmund Türkspor geschafft hat in Dortmund, möchten wir hier in Gelsenkirchen, wenn das geht, möchten wir hochgehen. Ja. Bis zur Oberliga, ja. Vorher müssen die Bulmker aber erstmal gegen Buhr gewinnen.